Okay. Na, dann gehen wir da raus aus dem Laden hier. So, speichern wir das ab. Gut, wir wissen auf jeden Fall, wo die erste Gruppe steht. Wo wir aber gerade nicht hinkommen. So, dann habe ich irgendwas gesehen, dass da unten am Strand was ist. Aber es könnte in Zusammenhang mit dem Ding hier stehen, ne? So, das sind da, das heißt, wenn das die vier Plätze sind, das kommt mir schon so vor, es wird so sein, dass die sind die speziellen Plätze, wo auch so Fokussteine lagen. Das wird schon damit Zusammenhang stehen. Guck mal, die machen wir One-Hit hier. Das ist schon mal gut. Ja, und wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen leveln, machen wir auch den Rest One-Hit. Hallo. Scavenger fertig. So, darüber müssen wir nicht. Dann gehen wir... Puh. Was ist denn da oben? Das sind nur Bäume im Wald und das sind Snapper. Ja, aber es ist jetzt das kleinere Übel. Ja, ist anstrengend, ne? Dann laufen wir jetzt hier irgendwie, laufen wir links rum oder so. Das sind auch noch zwei so eine Mistviecher. Und die sind auch so mega aggressiv gleich, ne? Das hier sind nur Scavengers. Da mache ich mir keine große Platte. Vier Stück. Viermal Erfahrungspunkte. Bam. Na, das sind immerhin 200 Erfahrungspunkte, ne? Das war Mist jetzt gerade. Nein. Alter, wie kommt denn der da? Wo kommt denn der her? Wie ist denn der? Hat er die gehört oder was? Hat er den gerufen? Ist das der große Bruder oder was ist hier? Was geht denn hier ab, Mann? Ich versuche es einfach nochmal und hoffe, dass die jetzt nicht nochmal rufen. Das war vielleicht auch gerade ein Bug. Oder läuft hier einfach Streife. Ich muss da hinten in die Richtung auch mal hinschauen. Der ist schön auf Streife hier, so. Mach weg die Waffe jetzt. Das ist nämlich, wenn man hier immer falsch klickt, hüpft man irgendwie sinnlos durch die Gegend. Da ist keiner. So, speichern wir hier ab. Naja, 200 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben, gönnen oder nicht gönnen. Ja. Wenn man mal überlegt, so, ne? Guck dir mal das Licht so an mit ein bisschen Grafikmod und im Spiel von 2001 geht schon ein bisschen was, ne? Das Spiel ist, wenn man überlegt, 18 Jahre alt. 18 Jahre alt. Meines Erachtens nach sogar noch älter, weil ich glaube, wenn ich so zurückdenke, Gothic wurde ja 2001 veröffentlicht und ich glaube, dass Gothic 2 schon 2002 kam. Also direkt danach, zumindest kam mir das damals so vor. Und das würde bedeuten, dass ich glaube, dass das hier sogar noch eher entwickelt wurde. Die können doch nicht so ein Spiel, war auch jetzt falsch, ne? Aber die können ja so ein Spiel nicht einfach in einem halben Jahr produziert haben. Aber wenn man, wie gesagt, mal überlegt, dass es Gothic 1 und 2 so schnell nacheinander kam, das war damals irgendwie noch so. Die haben damals wirklich Spiele so programmiert, die waren, das ist ja nun auch schon fast Open World, das ist nicht eine riesengroße Map, aber wenn man mal überlegt, wie schnell das ging, dass die ein Spiel produziert haben, ne? Und heute werden die halt, naja, detailreicher und immer größer und größer und größer, die Spiele. Und da brauchen die natürlich auch für die Entwicklung viel, viel, viel länger. Das könnte man natürlich so sagen, wie bei so einem Spiel wie dem Gothic hier, ne? Man könnte einfach sagen, man veröffentlicht das Spiel quasi Kapitel für Kapitel, aber du musst ja trotzdem die eine Map haben, wo alles schon drauf ist, was du brauchst. Du willst ja nicht einfach im nächsten Kapitel dann was dazu erfinden, was man vorher hätte schon finden können, was vorher ganz anders aussah, ne? Komm her, du bist viel. Hör doch mal auf, da rumzufliegen. Ja, hör auf jetzt. Hier haben wir... Hörst du mal auf, mich zu stechen, du Gräbel, du. So. Hammer. Blutfliege. Nehmen wir ein paar Flügel mit. Jetzt gucken wir weiter. Ah, gebratenes Hühnchen essen, ne? Wo haben wir denn die? Gebratene Hühnchen. Wer hat denn ein paar verkauft?
So, die davon hat man schon mal verkloppt. Die lassen uns jetzt in Ruhe. Ich gehe einfach weiter und hoffe mal, dass ich das Haus am See da vorne finde. Und dann wird der Johann mir bestimmt eine. Aha. Da greifst du mich an, hä? Das ist noch die. Das war jetzt noch. Das war eigentlich die Revanche vom. Von dem letzten Angriff, aber das macht jetzt erstmal nichts. So. Bleiben wir mal entspannt. So, hier ist doch aber auch ein See. War das nicht hier? Doch, ich meine, man konnte hier auch irgendwie. Irgendwas war doch hier. Da drüben sind Orks. Hier ist eine Waldbeere. Aber hier war doch. Ich bin mir sicher, dass ich, als ich im Originalspiel gespielt habe, hier lang gelaufen bin. Hier war doch irgendwas. Hier gibt es ja nichts außer Erfahrungspunkte, ne? Gibt es ja gar nichts, ey. Nichts zum Looten, keine Schwerter, keine keine Bögen. Bogen? Kein gar nichts gibt's hier. Nicht. Einfach leer, ne? Einfach leer die Höhlen. Da muss man mal hier mit dem Mod-Team reden. Was ist das? Ein Scavenger. Ja. Ich würde mal sagen, Freunde, ihr müsst in die Höhlen was reinmachen. Ihr könnt nicht einfach leere Höhlen dahin bauen. Was ist da los? So, hier ist Wasser und hier, was ist das hier? Rabenkraut. Haben wir da eine Höhle? Ja, komm, pass mal auf, da gehen wir hoch. Da oben hatten wir uns mit Milton getroffen. Ich glaube, hier könnte auch eine Stelle sein, wohin sich eine Gruppe zurückziehen könnte. Das finden wir gleich mal raus. Genau, komm, pass auf. Da gehen wir jetzt mal hier oben rein. Und da schauen wir mal, ob hier oben nebst dem Wolf vielleicht eine Gruppe Waldmagier rumläuft, ne? Mr. Julian. So, den Wolf schaffen wir gerade so. Ja, 90 Erfahrungspunkte, ne? So. Eine Kiste. Mehrere Kisten. Natürlich, klar. Links. Das war falsch. Links, rechts, rechts, links, okay. Da noch mehr Dietrich, das ist gut. Das ist noch die andere Kiste. Gehen wir da auch noch hin. Aber hier sieht es doch nicht so aus. Das ist nicht der Platz. Das habe ich gerade verwechselt. Rechts, rechts, links, links. Okay. Rechts, rechts, links, rechts. Okay. Auch nochmal ein Dietrich. Und ein bisschen Erz. Kann man hier was kochen? Nö. Ich habe doch einen Kochlöffel. Ah, kann ich kochen. So, hier sind wir offenbar nicht da, wo ich mir jetzt gerade. Das war falsch von mir gerade. Jetzt wird es auch noch finster. Das nervt mich ja schon wieder. Hier können wir also nicht. Dann müssen wir mal die Fackel ziehen. Dann müssen wir wieder hier zurücklaufen. Also sage mal, hör mir auf. Ich war so überzeugt davon, dass es am alten Lager. Also wir suchen ein Haus am See. Dann bleibt uns jetzt wirklich nur noch diese Stelle am neuen Lager. Ich bin der Meinung, am neuen Lager war das nicht, wo die da irgendwas hergestellt haben drinne. Aber das war eine Höhle. Das war gar nicht ein Haus, das war eine Höhle. Ein Haus am See, also das ist ja auch scheiße. So eine Beschreibung, dann ohne Map. Ins alte Lager kommst du nicht rein. Da ist ein Turm. Gucken wir mal, was in dem Turm drin ist. Genau, das ist der Weg zum neuen Lager, alles klar. Das ist der Weg zum neuen Lager. Ah, okay, okay. Hier könnten wir jetzt Pech haben und könnten den Orks voll in die Hände rennen. Dann könnte es aber sein, dass es da vorne links hochging. Zu der Stelle, die ich mir gerade eben dachte, dass es die richtige ist. Orkplatz. So, wollen wir mal schnell schauen, ob da drüben jemand wohnt und ob uns da jemand was beibringen kann. Vielleicht gibt es ja die Leute hier im Mod auch, die da drüben gewohnt haben. Licht ist auf jeden Fall schon mal an da. Mister, tut mir leid. Du standst im Weg. Du standst im Weg. Das ist einfach so.
Ferkel nehmen wir wieder mit. Kann man hier vielleicht schlafen bei dem. Cavalon hieß der ja im Original. Das sieht schon mal nicht aus wie Cavalon. Hier ist ein Goblin. Greift er mich an? Ja, sieht so aus. Hier sind Fleischschwanzen. Da ist irgendwie eine Ratte oder was das da gerade war. Aber hier ist wirklich ein Bett tatsächlich. Ach, wir können es da wirklich hinlegen. Ich bin begeistert. Wenn das von Cavalon hier das Ding ist. Wir schlafen gleich mal bis um 7. Wenn das von Cavalon das Ding hier ist, ja. Dann könnten wir hier vielleicht auch. Naja, ich hätte gerne die Fackel wieder eingesteckt. Die braucht man. So, dann könnte das nämlich hier eine Kiste sein, wo ein Bogen drin zu finden ist oder sowas. Nee, aber wir haben einen Schlüssel. Irgendeinen Schlüssel habe ich gerade gefunden. Cavalons Schlüssel, denke ich mal. Der wird wahrscheinlich auch. Oh, ein Schattenläufer. Nee, danke. Der wird bestimmt auch drauf gegangen sein, der Cavalon. Den haben sie auch umgebracht hier. So wie alles. Alter, natürlich kommt der hier angelaufen, na klar. Du können wir mal schnell in seine Höhle reingehen und gucken, ob da was zu holen gibt, außer dem scheiß Orkblatt. Heilkräuter. Oh, da ist eine Tür. Da der ja weggelockt ist. Können wir mal ganz in Ruhe hier reingehen. Und die Tür wieder zumachen. Mach die Tür zu. Die geht jetzt nicht mehr zu. Ah, hier ist ein Pfeil und ein Bogen. Ah, guck mal. Der bleibt doch hoffentlich draußen, oder? Da ist eine Spruchrolle. Was ist das für eine Spruchrolle? Ob das die ist? Na. Oh. Das ist ein junger Schattenläufer. Okay, die haben wir trotzdem keine Chance. Auch gegen den Jungen. Hallo, Nusskeks. Herzlich willkommen so spät am Abend. So, das ist das. Die haben wir jetzt leer gemacht, ne? So, die haben wir leer gemacht. Drei Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. So spät am Abend. Ich müsste jetzt mich an dem Vieh vorbeischleichen. Ich schaff den nämlich so nicht. Komm mit, pass auf, komm mit. Nein, nicht angreifen. Du kannst kämpfen, hin gegen den Goblin, guck mal. Bleib da hängen. Lass mich in Ruhe, ich will hier nur rein. Die Tür will ich wieder zumachen. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Was ist in der Kiste? Da, links. Okay. Links, rechts. Okay. Feuerpfeil. Ich muss versuchen, vor dem Vieh irgendwie wegzukommen. Die Tür kann ich nicht zumachen. Ich will. Nein, ich. Oh. Muss ja nur um 5 Uhr aufstehen wegen Schulpraktika. Echt jetzt ohne Witz? Ach, du hör doch auf, ey. So, hier in der Ecke habe ich keine Chance. Was machst du denn im Praktikum? Wo bist du denn aktuell im Praktikum? Hm, haben wir eine Fleischschwanze weggemacht? Und noch eine? Das ist gut, gibt's was zu essen? Oh, das sind sogar 2 Goblins, sehe ich gerade. Vielleicht könnte man ja die da hinlocken. Oh, CNC-Dreher und Fräser, das fetzt doch. Metallverarbeitung, richtig cool. Das ist doch ein gutes Ding. Das macht Spaß. Apfel. Wie lange machst du das schon? Hast du schon angefangen damit? Oder ist das jetzt... also, fängst du erst morgen an? Nee, du hast schon angefangen bestimmt, nicht? Aber das ist doch komisch, dass du gerade in solchen Firmen... musst viel fegen. Na, das ist natürlich... Ja, was soll man sagen? In solchen... Das ist bei Kfz-Buden auch so. Die lassen den Praktikanten da selten an große Sachen ran. Und am Ende muss er dann, kann er höchstens mal zugucken bei irgendwas. Sein letzter Monat, da ist er quasi schon fast fertig, bist ja schon fast durch. Nicht, also du hast bestimmt 2 Wochen bloß, oder? Und ich wundere mich gerade, meistens machen das so eine Firma auch an solchen Brückentagen frei. Also
Natürlich, je nachdem, was sie für eine Auftragslage haben, gerade bei Metallbuden, die haben immer gut zu tun. Ne, die können auch nicht einfach so mal sagen, wir bleiben jetzt zu Hause. Altes Schwert. Waldbären. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, dachte ich immer, die können entspannter da sein. Gerade bei Praktikanten. 3 Wochen insgesamt, okay. Na, dann hast du ja noch die nächste Woche dann. Wie gesagt, was es mit dem Fegen angeht, das kann ich mir sogar vorstellen. Das ist, wie gesagt, das habe ich bei Kfz, als ich ja mein eigenes Praktikum damals gemacht habe, ich habe in einer Kfz-Bude das Praktikum gemacht und da war es auch so. Ich habe gefegt, gefegt, gefegt ohne Ende. Ne? Was ist das hier? Wir haben eine Spruchrolle gefunden. Vielleicht haben wir die Fleischwanzen-Sache da. Das wäre gut. Ich brauche auf jeden Fall eine Spruchrolle, um mich in eine Fleischwanze zu verwandeln. Definitiv brauche ich das. Und ich darf schon recht oft an Maschinen. Das fetzt. Also ich habe später dann habe ich als Ferienarbeiter gejobbt, auch in der Metallbude. Und ich habe dann da wirklich auch an der Fräsmaschine gestanden. Und das ist schon wirklich cool. Das fetzt schon richtig, ne? Fräsen fetzt schon. Fräsen drehen, das ist schon cool. Vor allem, wenn man dann auch wirklich sieht, was bei rauskommt, ne? Wenn man dann so sieht, wie dass es Leute gibt, die an der Drehmaschine einen Schaltknauf für ein Auto da zusammendrehen können und sowas. Das ist schon cool, schon beeindruckend. Was haben wir denn für eine Spruchrolle eingesammelt eigentlich? Ein Eisblock nützt mir nichts. Ich brauche eine Verwandlung. So, das ist keine Schildkröte, das ist nur ein Stein. So, den lassen wir in Ruhe, den Waran. Ich hoffe, der greift jetzt nicht an. Okay, hier ist schon mal nicht ein Haus am See. Ich habe nicht mal eine Map, ey. Ich weiß nicht. Ich muss doch irgendwo hier. Da rennt jemand rum. Oh, warte mal. Da rennt jemand rum. Das ist doch ein Typ vom... Komm, ey. Wo sind wir denn hier aktuell gerade? Moment mal. Was ist los? Tiridates. Du hast unser Versteck gefunden. Jetzt geht's dir in den Kragen. Moment mal. Schnappt ihn euch! Ach komm! Ach, das ist doch doof, ey. Das doch. Ach komm, ey.